herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute ein Tuning-Mod für den DAF Euro 6. Gilt für die SDS-Variante und auch für den Shumi-Mod, für den Shumi-DAF. Was hier mit dabei ist, das zeige ich euch jetzt hier mal. Also ihr könnt hier schon gut sehen, das ist alles so ein bisschen schwarz gehalten. Ne? Und fangen wir beim Lenkrad an. Da sind vier Lenkräder jetzt hier hinterlegt. Einmal dieses alte schwarze. Dann so ein bisschen Creme, dann vier Speichen und dieses Wabes-Lenkrad, ne? Das ist jetzt hier mit dabei. Dann kann ich euch zeigen, hier Gardine, da sind zwei dabei. Einmal dieses Red Feather und dieses Gold Style. Ne? Das ist hier auch mit dabei. Hier haben wir nichts mit dabei. Dann gucken wir doch mal, was hier noch so mit dabei ist. Hier haben wir nichts. Frankreich. Will durchklotzen hier. Ne, hier ist nichts mit dabei. Ne? Nee. Hier habe ich nichts. Steht zwar drin, dass aber noch was dabei sein sollte. Ist jetzt hier aber nicht hinterlegt bei mir, warum auch immer. Deshalb ist das Wurscht, das lasse ich jetzt mal weg. Hier beim Tisch gibt es ein paar Kleinigkeiten. Da gibt es Becher und irgendwo habe ich noch. Passt mal auf, irgendwo habe ich noch ein Telefon gesehen, genau. Ein Telefon mit dem DAF drauf. Dann gibt es hier noch verschiedene Kaffeetassen, habe ich gesehen. Nocada, Lupik zum Beispiel hier Tasse. Dann gibt es hier noch eine Simtruck, keine Ahnung, irgendeine Firma. Dann gibt es ja noch den orangefarbenen Becher und dann noch einen Einhufenbecher und dann noch den DAF schwarz, den haben wir schon, ne? Ja, dann lass mit dem mal weg. Den gibt es auch noch hier mit dazu und sieht dann soweit eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier diese Kleinigkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Was haben wir noch mit dabei? Da gibt es hier vorne gibt es noch diese Lichtschilder, die zeige ich euch auch noch. Schauen, da gibt es bloß eins, das sieht dann von außen so aus, ne? Truckstar. Und das Interieur sieht man dann natürlich von innen sowie von außen, ne? Das ist jetzt hier immer so ein kleines Interieur-Add-on, sage ich mal, für den Euro 6. So, dann kommen wir also ganz kurz zum Fazit zum DAF Dänisch Interieur Add-on für den DAF Euro 6 und natürlich auch für den DAF von Shumi, funktioniert ja ganz genauso. Also ihr habt die Möglichkeit, also beziehungsweise wenn ihr diesen Mod anwählt, ist von Haus aus euer Interieur schon in diesem schwarzen Look hier. Genauso gut wie das für die Gardinen hier, die sind dann auch schon so ein bisschen schwarz. Auch genauso wie dieser Tisch hier. Das ist halt dann so, ne? Das Handy ist mit dabei, mit diesem Hintergrund DAF, sowie die ganzen Tassen hier. Die sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus, weil dieses Nocada Lupik finde ich ganz cool. Und sieht auch ganz schick aus. Viermal Lenkräder, habt ihr gesehen, ist mit dabei. Jo, ist ein bisschen dunkel hier alles jetzt, aber okay, ist halt Geschmackssache immer, ne? Muss man dazu sagen. Kann man bestimmt nochmal separat auswählen. Und beziehungsweise auch ändern in der Definition, Definition sage ich schon, in der Skin-Datei. Also könnt ihr das natürlich selber farblich noch ein bisschen gestalten, wie er das kann. Ansonsten hier diese Truckstar Festival Lampen sind auch mit dabei. Da sieht man, wie sie leuchten. Also sie leuchten auch, wenn es dunkel ist. Und sieht dann soweit ganz schick aus. Auch vom Interieur her. Das hier alles, das könnt ihr genauso nochmal in diesem Schwarz-Weiß haben, da müsst ihr bloß das Interieur abändern. Ne? Das habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen, deshalb sage ich es jetzt nochmal extra dazu. Dann sieht es genauso aus, dieses Schwarz-Weiß. Genau. Ja, mehr gibt es hier nicht hinzuzufügen. Habt ihr Fragen noch dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit diesem Dänisch Interieur-Add-on für den DAF Euro 6.
lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen und dann wünsche ich viel Spaß damit. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.